Kapitel 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Und von jedem, den sein Herz dazu treibt, sollt ihr die freiwillige Gabe annehmen. Das sind aber die Gaben, die ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber, Erz, blauen und roten Purpur und Karmesin, weißes Leinen und Ziegenhaar, rötliche Widderfelle, Seekuhfelle und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Spezerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk, Onyxsteine und Steine zum Besatz für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und sie sollen eine Lade aus Akazienholz anfertigen, 2,5 Ellen soll ihre Länge sein, 1,5 Ellen ihre Breite und 1,5 Ellen ihre Höhe. Die sollst du mit reinem Gold überziehen, inwendig und auswendig sollst du sie überziehen, und mache ringsum einen goldenen Kranz daran. Du sollst auch 4 goldene Ringe für sie gießen und sie an ihre 4 Ecken setzen, und zwar so, dass 2 Ringe auf der einen Seite und 2 Ringe auf der anderen Seite sind. Und stelle Tragstangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold. Und stecke die Tragstangen in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit tragen kann. Die Tragstangen sollen in den Ringen der Lade bleiben und nicht daraus entfernt werden. Und du sollst das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade legen. Du sollst auch einen Sühnedeckel aus reinem Gold anfertigen. 2,5 Ellen soll seine Länge und 1,5 Ellen seine Breite sein. Und du sollst 2 Cherubim aus Gold anfertigen. In getriebener Arbeit sollst du sie machen, an beiden Enden des Sühnedeckels, so dass du den einen Cherub am einen Ende machst und den anderen Cherub am anderen Ende. Aus einem Stück mit dem Sühnedeckel sollt ihr die Cherubim machen an den beiden Enden. Und die Cherubim sollen ihre Flügel darüber ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Sühnedeckel beschirmen, und ihre Angesichter sollen einander zugewandt sein. Die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Und du sollst den Sühnedeckel oben über die Lade legen und das Zeugnis, das ich dir geben werde, in die Lade tun. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. Du sollst auch einen Tisch aus Akazienholz herstellen. 2 Ellen soll seine Länge sein und 1 Elle seine Breite und 1,5 Ellen seine Höhe. Und du sollst ihn überziehen mit reinem Gold und ihn ringsum mit einem goldenen Kranz versehen. Auch eine Leiste sollst du ringsum an ihm anbringen, 1 Handbreit hoch, und an seiner Leiste ringsum wieder einen goldenen Kranz befestigen. Und du sollst für ihn 4 goldene Ringe machen, die du an den 4 Ecken seiner 4 Füße anbringen sollst. Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, zur Aufnahme der Tragstangen, damit man den Tisch tragen kann. Und du sollst die Tragstangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Mit ihnen soll der Tisch getragen werden. Du sollst auch seine Schüsseln machen, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen, mit denen man die Trankopfer ausgießt. Aus reinem Gold sollst du sie machen. Und du sollst allezeit Schaubrote auf den Tisch legen, vor meinem Angesicht. Du sollst auch einen Leuchter aus reinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll dieser Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und sein Schaft, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Aus den Seiten des Leuchters sollen 6 Arme herauskommen. 3 Arme aus einer Seite des Leuchters und 3 Arme aus der anderen Seite des Leuchters. An dem einen Arm sollen 3 Kelche wie Mandelblüten sein, mit je einem Knauf und einer Blüte, und 3 Kelche wie Mandelblüten an dem anderen Arm, mit je einem Knauf und einer Blüte.
einer Blüte. So soll es bei den sechs Armen sein, die aus dem Leuchter herauskommen. Aber der Schaft des Leuchters soll vier Kelche wie Mandelblüten haben, mit seinen Knäufen und Blüten. Nämlich einen Knauf unter zwei Armen und wieder einen Knauf unter zwei Armen und noch einen Knauf unter zwei Armen. So bei den sechs Armen, die aus dem Leuchter herauskommen. Denn ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das Ganze soll eine getriebene Arbeit sein aus reinem Gold. Und du sollst seine sieben Lampen machen und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, erleuchten. Und ihre Lichtscheren und Löschnäpfe sollen aus reinem Gold sein. Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen mit allen diesen Geräten. Und achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und die Wohnung sollst du aus 10 Zeltbahnen machen, aus gezwirntem Leinen und Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin. Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Die Länge einer Zeltbahn soll 28 Ellen sein und ihre Breite 4 Ellen. Diese Zeltbahnen sollen alle ein Maß haben. 5 Zeltbahnen sollen zu einem Ganzen zusammengefügt sein, eine an der anderen, und wieder 5 Zeltbahnen, eine an der anderen. Und fertige Schleifen aus blauem Purpur am Saum der einen Zeltbahn bei der Verbindungsstelle, und ebenso sollst du es am Saum der äußersten Zeltbahn machen bei der anderen Verbindungsstelle. Du sollst 50 Schleifen am Ende der einen Zeltbahn machen und 50 Schleifen am äußersten Ende der anderen Zeltbahn bei der anderen Verbindungsstelle. Von diesen Schleifen soll je eine der anderen gegenüberstehen. Und du sollst 50 goldene Klammern herstellen und mit ihnen die Zeltbahnen zusammenfügen, eine an die andere, damit die Wohnung ein Ganzes wird. Du sollst auch Zeltbahnen aus Ziegenhaar machen, als Zeltdach über die Wohnung. 11 solche Zeltbahnen sollst du herstellen. Die Länge einer Zeltbahn soll 30 Ellen sein, die Breite aber 4 Ellen. Und alle 11 Zeltbahnen sollen ein Maß haben. Füge 5 solcher Zeltbahnen für sich aneinander und 6 Zeltbahnen auch für sich und lege die 6. Zeltbahn doppelt an der Vorderseite des Zeltes. Und du sollst 50 Schleifen machen am Saum der einen äußersten Zeltbahn an der einen Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der anderen Zeltbahn an der zweiten Verbindungsstelle. Und sollst 50 eherne Klammern anfertigen und die Klammern in die Schleifen stecken und das Zelt zusammenfügen, damit es ein Ganzes wird. Aber von dem Überhang, der an den Zeltbahnen des Zeltes überschüssig ist, soll eine halbe Zeltbahn an der Rückseite der Wohnung überhängen. Von dem Überschuss an der Länge der Zeltbahn des Zeltes soll eine Elle auf dieser und eine Elle auf der anderen Seite überhängen, auf beiden Seiten der Wohnung, um sie auf beiden Seiten zu bedecken. Und fertige für das Zeltdach eine Decke aus rötlichen Widderfellen an und noch eine Decke aus Seekuhfellen oben darüber. Und die Bretter der Wohnung sollst du aus Akazienholz machen, aufrecht stehend. Die Länge eines Brettes soll 10 Ellen sein und die Breite eines Brettes 1,5 Ellen. 2 Zapfen soll ein Brett haben, einer dem anderen gegenüberstehend. So sollst du es bei allen Brettern der Wohnung machen. Und du sollst für die Wohnung 20 Bretter machen auf der Seite nach Süden zu. Und du sollst unter die 20 Bretter 40 silberne Füße machen, je 2 Füße unter ein Brett für seine beiden Zapfen und wieder 2 Füße unter ein Brett für seine beiden Zapfen. Ebenso auf der anderen Seite der Wohnung nach Norden zu auch 20 Bretter und ihre 40 silbernen Füße, je 2 Füße unter ein Brett. Aber an der Rückseite der Wohnung nach Westen zu sollst du 6 Bretter machen. Dazu sollst du 2 Bretter machen für die beiden Ecken an der Rückseite der Wohnung. Die sollen doppelt sein von unten an und sich oben zusammenfügen mit einem Ring. So sollen beide sein, an beiden Ecken sollen sie stehen. Und so sollen es 8 Bretter sein mit ihren silbernen Füßen, 16 Füße, je 2 Füße unter einem Brett. Und du sollst Riegel aus Akazienholz machen, 5 für die Bretter auf der einen Seite der Wohnung, und 5 Riegel für die Bretter auf der anderen Seite der Wohnung und 5 Riegel für die Bretter auf der Rückseite der Wohnung nach Westen zu. Und der mittlere Riegel soll inwendig durch die Bretter hindurchgehen von einem Ende zum anderen. Und du sollst die Bretter mit Gold überziehen und ihre Ringe aus Gold machen, die die Riegel aufnehmen sollen. Auch die Riegel sollst du mit Gold überziehen. So sollst du die Wohnung errichten nach der Weise, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Du sollst auch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Und hänge ihn an 4 Säulen aus Akazienholz auf, die mit Gold überzogen sind und goldene Haken und 4 silberne Füße haben. Und hänge den Vorhang unter die Klammern.
und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und du sollst den Sühnedeckel auf die Lade des Zeugnisses in dem Allerheiligsten legen. Den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhanges auf und den Leuchter dem Tisch gegenüber an der Südseite der Wohnung, den Tisch aber stelle an die Nordseite. Und du sollst einen Vorhang für den Eingang des Zeltes anfertigen, aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen in Buntwirkerarbeit. Und mache für den Vorhang 5 Säulen aus Akazienholz mit Gold überzogen, mit goldenen Haken und gieße für sie 5 eherne Füße. Und du sollst einen Altar aus Akazienholz herstellen, 5 Ellen lang und 5 Ellen breit. Viereckig soll der Altar sein und 3 Ellen hoch. Und bringe die zu ihm gehörenden Hörner an seinen 4 Ecken an. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein und du sollst ihn mit Erz überziehen. Fertige auch seine Töpfe an, die zur Reinigung von Fettasche dienen, und seine Schaufeln und seine Sprengbecken und seine Gabeln und seine Kohlenpfannen. Alle seine Geräte sollst du aus Erz machen. Mache für ihn auch ein ehernes Gitter wie ein Netz und befestige an dem Gitter 4 eherne Ringe an seinen 4 Ecken und setze es unter die Einfassung des Altars von unten her, so dass das Gitter bis zur halben Höhe des Altars reicht. Und fertige Tragstangen für den Altar an, Stangen aus Akazienholz mit Erz überzogen, und stecke die Tragstangen in die Ringe, so dass die Stangen an beiden Seiten des Altars sind, damit man ihn tragen kann. Aus Brettern sollst du ihn herstellen, so dass er inwendig hohl ist. Wie es dir auf dem Berg gezeigt worden ist, so soll man ihn herstellen. Du sollst der Wohnung auch einen Vorhof anfertigen. Auf der Südseite Behänge aus gezwirntem Leinen, 100 Ellen lang auf der einen Seite, und 20 Säulen auf 20 ehernen Füßen und die Haken der Säulen mit ihren Verbindungsstäben aus Silber. Und auch auf der Längsseite nach Norden sollen Behänge sein, 100 Ellen lang und 20 Säulen auf 20 ehernen Füßen und die Haken der Säulen mit ihren Verbindungsstäben aus Silber. Aber auf der Breitseite nach Westen sollen die Behänge des Vorhofs 50 Ellen betragen, und es sollen 10 Säulen auf 10 Füßen sein. Und auf der Breitseite des Vorhofs nach Osten zu 50 Ellen. Und zwar sollen 15 Ellen Behänge auf die eine Seite kommen, dazu 3 Säulen auf 3 Füßen, und 15 Ellen Behänge auf die andere Seite, dazu 3 Säulen auf 3 Füßen. Am Eingang des Vorhofs aber soll ein Vorhang sein, 20 Ellen lang, aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Leinen in Buntwirkerarbeit, dazu 4 Säulen auf ihren Füßen. Alle Säulen um den Vorhof her sollen silberne Verbindungsstäbe und silberne Haken und eherne Füße haben. Und die Länge des Vorhofs soll 100 Ellen betragen, die Breite 50 Ellen, die Höhe 5 Ellen. Die Behänge sollen aus gezwirntem Leinen und die Füße der Säulen aus Erz sein. Auch alle Geräte der Wohnung für den gesamten Dienst in ihr und alle ihre Pflöcke und alle Pflöcke des Vorhofs sollen aus Erz sein. Und du sollst den Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. In der Stiftshütte außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis hängt, sollen Aaron und seine Söhne es zurichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Das ist eine ewige Ordnung, die von den Kindern Israels eingehalten werden soll bei ihren künftigen Geschlechtern. Und du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene, Aaron und Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar, die Söhne Aarons. Und du sollst deinem Bruder Aaron heilige Kleider anfertigen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst mit allen reden, die ein weises Herz haben, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, dass sie dem Aaron Kleider anfertigen,
um ihn zu heiligen, damit er mir als Priester diene. Das sind aber die Kleider, die sie anfertigen sollen. Ein Brustschild und ein Ephod, ein Oberkleid und einen Leibrock aus gemustertem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. So sollen sie deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen heilige Kleider machen, damit er mir als Priester diene. Dazu sollen sie Gold nehmen und Garne von blauem und rotem Purpur und Karmesin und von Leinen. Das Ephod sollen sie aus Gold herstellen und aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Leinen in kunstvoller Arbeit. Zwei verbindende Schulterstücke soll es haben an seinen beiden Enden, und so soll es verbunden werden. Und der gewirkte Gürtel, der darauf liegt und mit dem es angebunden wird, soll von der gleichen Arbeit sein, aus dem gleichen Stoff, aus Gold, aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf eingravieren, 6 ihrer Namen auf den einen Stein und die 6 übrigen Namen auf den anderen Stein nach ihren Geschlechtern. Als Steinschneidearbeit wie Siegelgravierungen sollst du die beiden Steine mit den Namen der Söhne Israels gravieren und sie mit Goldeinfassungen versehen. Und du sollst die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephod heften, dass sie Steine des Gedenkens seien für die Kinder Israels. Und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen, zum Gedenken vor dem Herrn. Und du sollst goldene Einfassungen anfertigen und 2 Ketten aus reinem Gold. Als Schnüre sollst du sie anfertigen, wie man Schnüre flicht, und sollst die geflochtenen Ketten an der Einfassung befestigen. Das Brustschild des Rechtsspruchs sollst du in kunstvoller Arbeit anfertigen, in der gleichen Arbeit wie das Ephod sollst du es anfertigen, aus Gold, aus Garnen von blauem und rotem Purpur und Karmesin und gezwirntem Leinen sollst du es machen. Viereckig soll es sein und doppelt gelegt, 1 Spanne lang und 1 Spanne breit. Und du sollst es mit eingefassten Steinen besetzen, 4 Reihen von Steinen. Eine Reihe sei ein Rubin, ein Topas und ein Smaragd, die erste Reihe. Die zweite Reihe ein Granat, ein Saphir und ein Diamant. Die dritte Reihe ein Opal, ein Achat und ein Amethyst. Die vierte Reihe ein Chrysolith, ein Onyx und ein Jaspis. In Gold sollen sie gefasst sein bei ihrer Einsetzung. Und es sollen 12 dieser Steine sein, entsprechend den Namen der Söhne Israels. Einer für jeden ihrer Namen. In Siegelgravur 1 Stein für jeden Namen der 12 Stämme. Und du sollst für das Brustschild schnurförmige Ketten anfertigen, in Flechtwerk aus reinem Gold. Und du sollst für das Brustschild 2 goldene Ringe machen und die beiden Ringe an den beiden Enden des Brustschildes befestigen. Und mache die beiden geflochtenen Ketten aus Gold an den beiden Ringen fest, die an den beiden Enden des Brustschilds sind. Aber die beiden anderen Enden der 2 geflochtenen Ketten sollst du an den beiden Einfassungen befestigen und sie auf die Schulterstücke des Ephod heften, an seiner Vorderseite. Und stelle 2 andere goldene Ringe her und hefte sie an die anderen beiden Ecken des Brustschilds, nämlich an seinen Saum, der inwendig dem Ephod zugekehrt ist. Und du sollst noch 2 goldene Ringe herstellen und sie auf die beiden Schulterstücke des Ephod heften, unten an seine Vorderseite, dort, wo das Ephod miteinander verbunden ist, oberhalb des gewirkten Gürtels des Ephod. Und man soll das Brustschild mit seinen Ringen mit einer Schnur von blauem Purpur an die Ringe des Ephod knüpfen, dass es an dem gewirkten Gürtel des Ephod eng anliegt und das Brustschild sich nicht von dem Ephod loslöst. Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschild des Rechtsspruchs auf seinem Herzen tragen, wenn er in das Heiligtum hineingeht, zum beständigen Gedenken vor dem Herrn. Und du sollst in das Brustschild des Rechtsspruchs die Urim und Tumim legen, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er hineingeht vor dem Herrn. Und so soll Aaron den Rechtsspruch der Kinder Israels beständig auf seinem Herzen tragen vor dem Herrn. Und mache das Obergewand zum Ephod ganz aus blauem Purpur. Und oben in der Mitte soll eine Öffnung für den Kopf sein und ein Saum um die Öffnung her in Weberarbeit, wie der Saum eines Panzerhemds, damit es nicht zerreißt. Und unten an seinem Saum sollst du ringsum Granatäpfel anbringen, aus blauem und rotem Purpur und Karmesin, und ringsum goldene Schellen zwischen ihnen. Es soll eine goldene Schelle sein, danach ein Granatapfel, und wieder eine goldene Schelle, danach ein Granatapfel, ringsum an dem Saum des Obergewandes. Und Aaron soll es tragen, wenn er dient, und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das
Heiligtum hineingeht vor den Herrn und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. Du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn. Und du sollst es anheften mit einer Schnur von blauem Purpur, so dass es am Kopfbund ist. Vorn am Kopfbund soll es sein. Und es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen, bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Und webe den Leibrock aus gemustertem Leinen und fertige einen Kopfbund aus Leinen an und mache einen Gürtel in Buntwirkearbeit. Mache auch den Söhnen Aarons Leibröcke und fertige für sie Gürtel an und mache ihnen hohe Kopfbedeckungen zur Ehre und zur Zierde. Und du sollst sie deinem Bruder Aaron anlegen und auch seinen Söhnen und sie salben und ihre Hände füllen und sie heiligen, dass sie mir als Priester dienen. Und du sollst ihnen leinene Beinkleider machen, um das Fleisch der Blöße zu bedecken, von den Hüften bis an die Schenkel sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie tragen, wenn sie in die Stiftshütte hineingehen oder wenn sie dem Altar nahen, zum Dienst am Heiligtum, damit sie keine Schuld auf sich laden und nicht sterben müssen. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und seinen Samen nach ihm. Und du sollst einen Altar anfertigen, um Räucherwerk darauf zu räuchern. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle lang und eine Elle breit soll er sein, viereckig und zwei Ellen hoch, und seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und du sollst ihn mit reinem Gold überziehen, seine Platte und seine Wände ringsum und seine Hörner, und sollst ihm ringsum einen goldenen Kranz machen. Und mache ihm zwei goldene Ringe unter dem Kranz. An seine beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seinen beiden Wänden, und sie sollen die Tragstangen aufnehmen, dass man ihn damit tragen kann. Und die Tragstangen sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen. Und du sollst ihn vor den Vorhang stellen, der vor der Lade des Zeugnisses hängt, und vor den Sühnedeckel, der auf dem Zeugnis ist, wo ich mit dir zusammenkommen will. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk auf ihm räuchern, morgen für morgen. Wenn er die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Und auch wenn Aaron zur Abendzeit die Lampen zurichtet, soll er es räuchern. Es soll ein beständiges Räucherwerk sein vor dem Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Ihr sollt kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen und auch kein Brandopfer, kein Speisopfer. Und ihr sollt kein Trankopfer auf ihm ausgießen. Aber einmal im Jahr soll Aaron auf seinen Hörnern Sühnung erwirken. Mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung soll er einmal jährlich darauf Sühnung erwirken für eure Geschlechter. Er ist dem Herrn hochheilig. Weiter redete der Herr mit Mose und sprach: Du sollst auch ein ehernes Becken machen mit deinem ehernen Gestell zum Waschen, und du sollst es aufstellen zwischen der Stiftshütte und dem Altar und Wasser hineingießen. Und Aaron und seine Söhne sollen aus ihm ihre Hände und Füße waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen wollen, so sollen sie sich mit Wasser waschen, damit sie nicht sterben. Ebenso, wenn sie zum Altar nahen, um zu dienen und ein Feueropfer dem Herrn in Rauch aufgehen zu lassen. Und zwar sollen sie ihre Hände und ihre Füße waschen, damit sie nicht sterben. Das soll eine ewig gültige Ordnung für sie sein, für ihn und seinen Samen, für ihre künftigen Geschlechter. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schekel feinste Myrrhe und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schekel, und wohlriechenden Kalmus, auch 250, dazu 500 Schekel Kassia nach dem Schekel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe, nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt. Ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben, sowie den Tisch mit allen seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell.
und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig seien. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und du sollst zu den Kindern Israels sagen, das soll mir ein heiliges Salböl sein für alle eure künftigen Geschlechter. Es soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Ihr sollt auch in der gleichen Zusammensetzung keines machen. Es ist heilig. Darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk.